1917 hat in Russland die Oktoberrevolution gesiegt. Und die neuen Machthaber beseitigen gnadenlos jeden, der an die alte Herrschaft erinnert. Von hier haben die Zaren ihr riesiges Reich regiert. Doch am Ende hat sie die goldene Pracht ihrer Paläste nicht vor dem Untergang bewahrt. Das Hinrichtungskommando nimmt keine Rücksicht auf die einstige Macht seiner Opfer. Hilflos sind sie den neuen Herren ausgeliefert. Mehr als 300 Jahre lang war ihr Wort unbedingtes Gesetz. Allein Gott duldeten die Zaren über sich. Das Zarenreich geht im Kugelhagel der kommunistischen Revolutionäre zugrunde. Eine Mauser C-96, eine deutsche Waffe, 7,63 mm Spezialkaliber. 10 solcher Patronen gehen in das Magazin. Und aus 11 Waffen wurde geschossen. An die 70 Schüsse wurden auf die Zarenfamilie abgefeuert. An versteckten Schmuckstücken sollen viele Kugeln abgeprallt sein, sodass man, um sicher zu gehen, eben Opfer zuletzt noch in den Kopf schoss. Das blutige Ende der russischen Aristokratie. Aber nicht nur der Klassenfeind wurde vom Revolutionskomitee niedergemacht, auch der Koch, der Leibarzt, die Kammerzofe und der Diener wurden gleich mit erschossen. Das russische Zarenreich, nach 370 Jahren geht es in kaum einer Minute unter. Das größte Herrschaftsgebiet der Erde. Größer sogar als einst das römische Weltreich. Ein Gebiet, das ein Sechstel der Erde ausmacht und 174 Völkerschaften umfasst. Wenn die Sonne im Westen über der Hauptstadt St. Petersburg untergeht, dann geht sie zur selben Zeit auf der anderen Seite Russlands am stillen Ozean auf. Ein gigantisches Reich, das alle Landschaftstypen vereint. Von den undurchdringlichen Wäldern Sibiriens, die nur von gewaltigen Strömen durchschnitten werden, über die mongolischen Steppen, dünn besiedelt von Reiternomaden, bis hin zum Pazifischen Ozean, hinter dessen Horizont schon Amerika beginnt. Im Süden des Landes liegen bis zu 7000 Meter hohe Berge, Ausläufer des Himalaya. Und wenn man von dort nach Norden dem Ural folgt, dem Gebirge, das Europa von Asien trennt, dann erreicht man den Polarkreis, wohin schon die Zarin Katharina die Große ihre politischen Gegner verbannte. Leicht ist es nicht, so ein Riesenreich zusammenzuhalten. Die Zaren schafften es mit Härte und Gewalt. Am 16. Januar 1547 besteigt der erste Zar in Moskau den Thron. Die Krönung Iwans folgt ganz dem einstigen Hofzeremoniell der Kaiser von Byzanz. Wie sie soll Russlands Herrscher die Christenheit führen. Das Oberhaupt der orthodoxen Kirche überreicht die Insignien der Herrschaft. Mit der traditionellen Pelzkrone schmückt sich der junge Iwan aber selbst. Keinem Menschen möchte er Titel und Amt verdanken. Denn zum Träger dieser Krone und des Titels Zar aller Russen habe ihn Gott allein auserkoren. Alles und jeden will er sich unterwerfen. Auch die Kirchenfürsten müssen ihm nun hörig sein. Zuerst wird das Reich in Nowgorod Iwans unbedingten Machtwillen und seine maßlose Habgier zu spüren bekommen. Die Klöster und Kirchen der alten Handelsstadt sind angefüllt mit Ikonen und Reliquien. In Moskau haben sie immer schon Neid und Begehrlichkeit hervorgerufen. Besonders auf die wundertätigen und mit Juwelen übersäten Kunstwerke in der Kathedrale der Heiligen Sophia
hat es Ivan abgesehen. Eine nur dem Zaren gehorchende Spezialtruppe überfällt die Stadt und raubt ihre Schätze. Wer sich diesen berüchtigten Opritschniki entgegenstellt, wird ermordet oder entführt. Die Petersburger Nationalbibliothek bewahrt ein bibliophiles Meisterwerk aus der damaligen Zeit. Die Chronik schildert in prächtig kolorierten Bildern Russlands Geschichte. Auch die Taten und Untaten des ersten Zaren. Er war es, der das Land ausplünderte und terrorisierte. Iwan, genannt der Schreckliche, war ein äußerst brutaler Herrscher. In seiner Regierungszeit wurde grausamer Terror ausgeübt. Nicht nur gegenüber Feinden, sondern auch gegenüber Menschen, die er grundlos verfolgte. Terror diente der Abschreckung. Den Familien der Bestraften wurden die abgehauenen Köpfe ihrer Verwandten vor die Füße geworfen. Die Zahl der von Iwan selbst Ermordeten wird auf mehr als 4.500 geschätzt. Im Moskauer Kreml gibt es einen Ort, der noch heute kaum zugänglich ist: Iwans Palast. Der Schrecken der Vergangenheit hat ihn geprägt. Das Blut der Unschuldigen, das hier vergossen wurde. Und die Geschichten von exzessiven Orgien, bei denen der Zar Frauen und Töchter seiner Höflinge vergewaltigt haben soll. Dieser Spielfilm aus der Sowjetzeit stellt Iwan als Prototyp aller starken Männer dar. Das einfache Volk verehrt ihn, und er nutzt skrupellos ihren Glauben an seine vermeintlich naturgegebene Macht. So wie es alle späteren Zaren ihm nachtaten. Im Oktober 1552 steht das Schicksal des Zarenreichs auf dem Spiel. Heute kommt die Stunde der Entscheidung. 300 Jahre lang haben die mongolischen Tataren Russland beherrscht. Jetzt stürmen Iwans Truppen ihre Hofburg. Am Ende des Tages hat der Zar einen grandiosen Sieg errungen und die Zukunft des Reiches gesichert. Das Christentum triumphiert über den Islam. Zar Iwan ließ die Geschichtsbücher umschreiben, um zu beweisen, dass es all den Staaten schlecht geht, die von keinem Alleinherrscher regiert werden. Und dass diejenigen Staaten untergehen, in denen Priester, Frauen oder Parlamente das Sagen haben, dass es nur denen gut geht, die ein starker Herrscher regiert. Gnadenlose Härte, ein Konzept, das aufgeht. Der Zar dehnt das Reich über das Uralgebirge bis weit nach Sibirien aus. Das Beispiel macht Schule. 100 Jahre später. Wieder bricht ein mächtiger Zar zu neuen Eroberungen auf. Aber noch mehr. Mit einer konsequenten Verwaltungsstruktur will er den Bestand des riesigen Reiches sichern. Peter der Große gilt als der wahre Begründer russischer Macht und Stärke. Das ganze Trachten des jungen Zaren ist auf eine einzige Vision konzentriert. Alles Alte, Zurückgebliebene soll verschwinden. Mit ungeheurem Elan plant er eine neue, moderne Hauptstadt, die keinen Vergleich mit anderen Metropolen scheuen muss. Der große Traum des Zaren Peter. Dieser Stadtplan wurde tatsächlich Wirklichkeit, eine gewaltige Vision, denn all das sollte ausgerichtet auf einem Sumpfgelände errichtet werden. Aber es war die einzige Möglichkeit, einen Zugang zur Ostsee zu schaffen und damit das Tor zum Westen zu öffnen. Das Tor zur Welt.
Es ließ sich öffnen, aber es war zugleich mit äußerst festen Riegeln wieder zu verschließen. Es bedeutete Öffnung, aber zugleich auch Misstrauen. Misstrauen gegenüber der ganz anderen, der fremden Welt. So baute Zar Peter keineswegs eine klassische Hafenstadt, sondern als erstes eine Festung, ein Zentrum. Meterdicke Mauern, hunderte von Kanonen und in der Mitte die kleine Idealstadt. Gebaut nur für das Militär. Ein prachtvolles Miniaturstädtchen wie aus dem Baukasten, mit allem, was so dazugehört. Hübsche Häuser, Schulen, eine Kirche. Aber unter dem Idyll lauert noch etwas ganz anderes. Unterdrückung und Gewalt. In diesen Gefängniszellen sind über Jahrhunderte hinweg die Staatsfeinde aus dem ganzen Land interniert worden. Bakunin, Dostojewski, Maxim Gorki, die kritischen Geister der russischen Kultur. Sogar seinen eigenen Sohn ließ Zar Peter in den Verliesen der Festung zu Tode foltern. Hinter dem Glanz der Zarenherrschaft verbirgt sich das Grauen. Oder wie es ein russischer Dichter einmal über St. Petersburg gesagt hat, die Stadt ist errichtet auf Tränen und Toten. Auch das ein Erfolgsrezept. Die neue Hauptstadt St. Petersburg wächst unaufhörlich. Das Goldene Reich des Zaren. Aus aller Welt holt er Handwerker, Künstler und Architekten ins Land, um seine Kirchen und Paläste zu schmücken. Die neueste Technik und die kühnsten Konstruktionen. Nur das Beste ist dem Zaren gut genug. Seine Privatresidenz Peterhof lässt er in dem Stil errichten, den er bei seinen weiten Reisen bewundert hat. Holländisch. So wie im geliebten Amsterdam. Mit Sicht aufs weite Meer will er leben. Mit Blick in die Ferne. Dorthin, wo Abenteuer ihn locken und Träume geboren werden. Auch seine Träume von Seeherrschaft und Schlachtenglück. Wäre ich nicht Zar, dann wollte ich Admiral der englischen Marine sein, soll er ausgerufen haben. Der Flotte Britanniens müssen die Schiffe gleichen, die er auf den Werften Adanjewa in Auftrag gibt. Es sollen die größten, schönsten und kampfkräftigsten Fregatten aller sieben Weltmeere werden. Der Ehrgeiz Peters kennt keine Grenzen. Herrscher über ein Weltreich will er sein und wähnt sich in der Nachfolge von Alexander dem Großen und Roms Kaiser Augustus. Niemand soll mehr über Russland spotten. Doch bald wird nur noch Zar Peter lachen, wenn er an die Verwirklichung seiner hochfliegenden Pläne geht. Das Wohl der Untertanen schert den Zaren dabei wenig. Eine Sonderpolizei wird mit der Durchsetzung seiner Gesetze beauftragt. Alles Traditionelle soll weichen. Sogar das Tragen von Bärten ist dem einfachen Volk jetzt verboten. Wer sich widersetzt, bekommt die Staatsmacht zu spüren. Das aber sind Methoden, die in einem zunehmend aufgeklärten Europa rückständig und veraltet sind. Man muss die Leute nicht mit der Knute kriegen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Auch wenn die Leute stolpern, soll man sie nicht immer an der Leine führen. Irgendwann lernen sie durch Versuche doch gehen, denn durch die Versuche werden wir klüger. Solche Ansichten bleiben dem russischen Staatswesen im 18. Jahrhundert fremd. Aber der Glanz und die Pracht am Hofe von St. Petersburg überdecken die politische Rückständigkeit. Peter festigt seine Herrschaft durch Triumphe auf dem Schlachtfeld auch außenpolitisch. Militärische Siege sind es, mit denen er das Territorium Russlands mehr als verdoppelt. Es erstreckt sich jetzt über zwei Kontinente. Von der europäischen Ostsee bis an die Küsten des Stillen Ozeans in Asien. Die russischen Herrscher waren nie zimperlich mit ihren Untertanen, wenn es um die Erweiterung ihrer Macht ging. Und wenn man glaubt, eine Frau auf dem Zarenthron würde vielleicht milder regieren, dann täuscht man sich gründlich. Können solche Blicke töten? Gewiss, sie können. Diese Frau steht ganz in der russischen Tradition ihrer Vorgänger, auch wenn sie von Geburt an
eine Deutsche war, die man die Große genannt hat. Ihren Gatten ließ sie von einem ihrer Liebhaber umbringen. Und wie viele sie hatte? Nun, sie selbst hat die Namen von immerhin 9 preisgegeben. Katharina nahm sich, was sie wollte. Ehrgeizig, konsequent, dominant, rücksichtslos. Ein russisches Spottwort machte schon zu ihren Lebzeiten die Runde. Jeder Fürst hat seine Fürstin, jeder Bauer hat seine Marina, aber alle haben Katharina. Im Frühjahr 1744 trifft die junge Sophie von Anhalt-Zerbst in St. Petersburg ein, um den Thronfolger zu heiraten. Zur Hochzeit nimmt sie den Namen Katharina, die Reine, an. Sie setzt den ganzen Ehrgeiz daran, russischer als jede Russin zu sein. Nach dem Mord an ihrem Gatten übernimmt sie die alleinige Macht und erweist sich als politisches Talent. Das Zarenreich erlebt nun ein goldenes Zeitalter. Adlige und Kaufleute schwelgen im Reichtum und folgen der Monarchin am Anfang bedingungslos. Doch zu ihren Leidenschaften gehören auch Gold, Edelsteine und Männer. Damit ruft sie Neid und Missgunst auf den Plan. Man sagt ihr nach, sie habe Legionen von Männern verführt. Aber sie tat nur das, was an allen Höfen Europas damals gang und gäbe war. Katharina war wirklich unter den Frauengestalten also eine ganz große Nummer. Von ihrer Intelligenz, von ihrer Begabung, von ihrer Vielseitigkeit, von ihrem Durchsetzungsvermögen, von ihrer Selbstständigkeit auch, gar keine Frage. Die Dinge, die man ihr angehängt hat, die gehören, würde ich sagen, eher nun in die Trivialliteratur, aber nicht in die große Geschichte. In einem Punkt herrscht unter Historikern Übereinstimmung. In Katharinas Reich war kein Platz für gesellschaftlichen Fortschritt. Kaum erträglich das Leben der Landbevölkerung. Hungersnöte und Epidemien fordern Millionen Todesopfer, besonders im harten Winter. In Russland gab es keine wirkliche Aufklärung. In Russland gab es auch kein Bürgertum, das zum Träger von Freiheit und Demokratie hätte werden können. Das Land blieb also ein rückständiges Land. Bestes Beispiel dafür, die Leibeigenschaft ist erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgeschafft worden. Großgrundbesitzer haben das Recht, ihre Knechte nach eigenem Gutdünken zu prügeln. Und sie machen regelmäßig Gebrauch davon. Wo in den Weiten Russlands der Zar fern ist, üben Gutsherr und Priester die alleinige Staatsgewalt aus und schüren den Hass. Wer rebelliert, wird verbannt. Die Unrechtsjustiz schickt jedes Jahr Tausende nach Sibirien. Millionen kehren nie zurück. Wer aus den Straflagern flüchtet oder die Zwangsarbeit verweigert, wird erschossen. Vor allem in den überbevölkerten Industriestädten wächst die Wut auf das Zarenregime. Mit plötzlicher Wucht wird sie zum Ausbruch kommen. Die Lunte des Aufstandes glimmt. Im Untergrund planen Anarchisten und Sozialrevolutionäre Attentate. Sie bauen hochbrisante Bomben. Ein neu entdeckter Werkstoff macht dieses Geschäft zu einer regelrechten Industrie. Der von dem Schweden Alfred Nobel erfundene Sprengstoff Dynamit erfordert bei der Herstellung größte Vorsicht. Der Grundstoff Nitroglycerin explodiert bereits bei geringer Erschütterung. Doch der revolutionäre Eifer überwindet die Angst vor der Geheimpolizei des Zaren und vor dem Tod. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg kommt es zu mehr als 5000 Anschlägen. Zar Alexander II. Wurde von einer Bombe getötet. Auf ihm hatten die Hoffnungen der Demokraten geruht. Er war es ja gewesen, der die Leibeigenschaft abgeschafft hatte. Tatzeuge war Nikolaus, der spätere Zar.
Und er hat nicht begriffen, dass Russland weitere durchgreifende Reformen brauchte, wenn das Zarentum überleben sollte. Im Herbst 1894 heiratet der zukünftige Zar Nikolaus Romanow die deutsche Fürstin Alix von Hessen-Darmstadt, die sich in Alexandra Fjodorowna umbenennt. In der alten Krönungskirche des Moskauer Kreml findet zwei Jahre später die offizielle Thronbesteigung des neuen Zarenpaares statt. Zum letzten Mal wird die Krone Russlands einem neuen Träger weiter vererbt. Noch einmal feiert sich die Herrscherdynastie der Romanows mit gewohnter Pracht. Doch auf die rauschende Ballnacht fällt ein dunkler Schatten. Bei einer Massenpanik während der Feierlichkeiten sterben 1000 Menschen. Die Nachricht rührt die neue Zarin zu Tränen, wie sie in ihrem Tagebuch schreibt. Sie habe weitergetanzt. Staatsräson geht vor Mitleid. Dabei sind Zar Nikolaus und seine Frau keineswegs gefühllos, wie ihre persönlichen Briefe zeigen. Tausende von diesen Briefen sind erhalten. Zeugnisse einer großen Liebe. Die Wiederentdeckung der persönlichen Dokumente der letzten Zarenfamilie ist eine Sensation. Denn unbeachtet und dadurch unbeschadet haben sie im Moskauer Staatsarchiv die Jahrzehnte der kommunistischen Herrschaft überstanden. Unter den Fundstücken auch die privaten Fotoalben der Romanows. Nicht nur fotobegeistert war der Zar, es wird überliefert, dass er alle technischen Neuerungen liebte. Grammophone, Automobile, Flugzeuge, aber vor allem Filme. Er hat seine Welt filmen lassen, ausgiebig mit allen Details. Sommeridyll ohne das kleinste dunkle Wölkchen. Der Zar, höchstpersönlich beim Schnappschuss, als Regisseur einer koketten Mädchenschar. Die Zarenkinder auf hoher See und bei der übermütigen Polonaise im Schlossgarten. Aber es gibt auch andere Aufnahmen, die andere gemacht haben und die die Wirklichkeit im Riesenreich der 175 Millionen Menschen ehrlicher wiedergeben. Realität im Zarenreich. Zwangsarbeit. Häftlinge bauen unter Lebensgefahr Eisenbahnlinien durch Sibirien. Die Lage der Bauern ist schlecht. Ihre Lebenserwartung liegt bei knapp 40 Jahren. Um Aufrührer und Unruhestifter kümmert sich die zaristische Geheimpolizei, Vorbild für Gestapo und Stasi. Ihre im Staatsarchiv erhaltene Agentenkartei umfasst viele tausend Namen. Polizei und Militär, das sind die verlässlichsten Stützen der Monarchie. In ihrer Gesellschaft fühlt sich der Zar am wohlsten. Lehren aus der Geschichte zieht er hingegen nicht. Die Flotte ist sein ganzer Stolz. Seit Peter dem Großen träumt die Landmacht Russland von Ruhmestaten auf hoher See. Doch auch hier steht ein Kurswechsel bevor. Im Jahr 1904 wird die Marine in Alarm versetzt. Krieg mit Japan. Doch das Zarenreich ist darauf nicht vorbereitet. Jetzt erweist sich, wie schwach die politische Führung geworden ist. Auch auf dem Panzerkreuzer Aurora zeigt sich im Gefecht der schlechte Zustand der russischen Streitkräfte. Der Feind siegt auf der ganzen Linie. Der Kommandant der Aurora stirbt auf seiner Kommandobrücke. Der Krieg ist verloren. Verletzter Nationalstolz, Mangelwirtschaft, Hunger und Elend. Das Volk geht auf die Straße. Der Zar lässt schießen.
seine größte politische Dummheit. Man wird Zar durch Geburt. Und man kann nicht dem Zufall der Geburt eine solche Verantwortung auflasten, dass jemand, der nur durch diesen Zufall an die Spitze eines solchen Staates gekommen ist, die Intelligenz und die Durchsetzungskraft hat, nicht wahr, ein solches Riesenreich zu retten. Sowas muss gelernt werden. Und die Zaren und die Monarchen Europas waren eben keine gelernten Politiker. Am Zarenhof versucht man nach dem Blutsonntag im Februar 1905 weiterzumachen, als ob nichts geschehen sei. Doch auch hinter den Mauern des Palastes ist das Weiter-so ein politisches Konzept, das nicht aufgehen kann. Denn der Thronfolger leidet an der unheilbaren Bluterkrankheit. Jede Verletzung und jeder Stoß kann ihn töten. Seine Mutter Alexandra ist verzweifelt, denn sie fühlt sich verantwortlich für die Qualen ihres Sohnes. Der auslösende genetische Defekt wurde durch sie übertragen. Ein verhängnisvolles Erbe ihrer Großmutter, der englischen Königin Victoria. Alexeis Krankheit wird für die Zarin zum alles beherrschenden Lebensinhalt. Dass die Thronfolge gefährdet ist, verheimlicht man der Öffentlichkeit. Dokumentaraufnahmen zeigen die Tragik. Ein sorgsam bewachter Zarensohn darf nur zuschauen, wenn andere spielen. Alexandra zieht sich immer mehr zurück. Selbst in Adelskreisen gilt sie bald als arrogant und unrussisch. Wie eine Ertrinkende sich an jeden Strohhalm klammert, glaubt die Zarin, dass nur einer ihren Sohn mit seinen Gebeten erretten kann. Rasputin, ein religiöser Scharlatan. In den Privaträumen der Romanows geht der Wundertäter bald ein und aus. Auch Zar Nikolaus lässt sich einfangen vom Charisma Rasputins. Ein Resultat seiner Schwächen, Depression, Mutlosigkeit, Jähzorn. Zar Nikolaus sucht jetzt die Liebe seines Volkes und findet sie in einer großen politischen Tat: Krieg. Der patriotische Taumel vereint den Zaren noch einmal mit seinen Untertanen. Voller Begeisterung übernimmt er den Oberbefehl über die Streitkräfte. Endlich eine Aufgabe. Die Macht und die Ohnmacht der Monarchen im frühen 20. Jahrhundert kommt gerade 1914 ganz klar zum Ausdruck. Wenn die sich dem Kriegswillen der Bevölkerung und der Regierung in den Weg gestellt hätten, dann wären die von ihren Thronen weggefegt worden wie die Spreu vom Weizen durch den Wind. Im August 1914 greift die russische Armee mit überlegenen Kräften das Deutsche Reich an. Der Zar eilt siegessicher an die Front. Doch bald erleidet sein Heer verheerende Niederlagen. Das Volk macht ihn persönlich dafür verantwortlich. Die deutschstämmige Zarin und ihr zwielichtiger Günstling Rasputin werden verdächtigt, Spionage für Deutschland zu betreiben. Trost findet Alexandra nur noch im engsten Familienkreis, wie sie in ihrem Tagebuch schreibt. Der dramatische Machtverlust der Zarenfamilie wird schließlich durch einen Mordkomplott offenbar. Der junge Fürst Jusupow lockt den verhassten Rasputin in seinen Palast, um ihn zu töten. Der Freund und Vertraute des Zaren wird in die Neva geworfen. Seit Kriegsbeginn kommt die Zarenfamilie nur selten zusammen. Die Töchter dienen im Lazarett und der Zar ist oft bei den Truppen. Die Trauer um Rasputin vereint sie wieder. Nikolaus spielt seine Lieblingsplatte. Die Musik Tschaikowskis erinnert ihn an bessere Tage. An die Zarenloge im Mariinsky-Theater. An die Nussknacker-Suite. An die Prima-Ballerina Matilda Kschesinskaja. Seine erste Geliebte.
die Pracht des Zarenreiches. Gibt es dafür ein besseres Symbol als das hier? Ein Ei, aber ein ganz besonderes. Ein kostbares Schmuckstück aus Gold und Edelstein vom Hofjuwelier Fabergé. Ein Kunstwerk, völlig nutzlos. Das teuerste ließ der Zar im Vorkriegsjahr 1913 anfertigen. Für 24.000 Goldrubel. Das war eine Menge Geld. Davon hätte man 2,5 Millionen Brote kaufen können. Oder anders gerechnet, 6.000 Bauern hätten sich davon ein Jahr lang ernähren können. Aus den historischen Aufzeichnungen der Stadt St. Petersburg wissen wir, wie die Lebensmittelration während des Kriegswinters 1916 aussah. 50 Gramm Butter, 100 Gramm Brot, 25 Gramm Zucker und ein halbes Pfund Kartoffeln. Ungefähr 1000 Kalorien pro Person. So sehen Rationen aus, die Revolutionen entfesseln. Zu Beginn des Jahres 1917 fehlt es den russischen Streitkräften an Waffen und Munition. Die Soldaten meutern. In Rüstungsfabriken brechen Streiks aus. Es mangelt an Rohstoffen. Im eiskalten Monat Februar spitzt sich die Lage besonders in St. Petersburg zu. Der Zar will von der Front zurück in die Hauptstadt. Doch sein Zug wird auf eine Seitenstrecke umgeleitet. An der Endstation erwartet ihn eine Abordnung des Armeeoberkommandos. Die Generäle fordern ultimativ seine Abdankung, angeblich um das Zarenreich vor dem Untergang zu bewahren. Deprimiert unterschreibt Nikolaus das Manifest, in dem er für sich und seinen Sohn auf den Thron verzichtet. Es kommt dann nach schwierigen Verhandlungen zwischen den gemäßigten und radikalen Kräften der Revolutionäre zur Bildung einer provisorischen Regierung. Und diese provisorische Regierung setzt den Krieg an der Seite der Alliierten fort, so wie es die russische Generalität gefordert hat. Das Volk aber ist gegen den Krieg. Im Palast von Zarskoje Selo steht die Zarenfamilie nun unter Hausarrest. Doch noch ist ihr Leben nicht in Gefahr. Bis aus England eine niederschmetternde Nachricht eintrifft. 1917 verweigert England der Zarenfamilie Asyl. Warum? England und Deutschland bekämpften sich bereits seit 3 Jahren in einem grausamen Krieg. Da war es völlig undenkbar, die deutschstämmige Zarin Alexandra und ihre Angehörigen in Britannien aufzunehmen. Die Revolutionsregierung hat die Verbannung der Zarenfamilie angeordnet. Unter dem Vorwand, sie vor den radikalen Kommunisten zu schützen. Noch müssen die Romanows nicht auf alle Bequemlichkeiten verzichten. Ihre Bediensteten und selbst Geld und Schmuck dürfen sie mitnehmen. Die Fahrt geht nach Sibirien. Dorthin, wo auch die Zaren ihre Feinde gefangen hielten. Alexandra erinnert sich an die Prophezeiung Rasputins, dass Russlands Eintritt in den Krieg die Zarenherrschaft zerstören wird. So schreibt sie in ihr Tagebuch. Mit der Bahn gelangt auch der Kommunistenführer Lenin unter mysteriösen Umständen aus seinem Schweizer Exil ins revolutionäre Russland. Verbirgt ist, dass er am 9. April 1917 an der deutsch-schweizerischen Grenze einen speziell für ihn bereitgestellten D-Zug-Waggon bestiegen hat. Zwei Offiziere der obersten deutschen Heeresleitung begleiten den Sonderzug bei seiner geheimen Fahrt durch Deutschland. Am Ende erreicht Lenin tatsächlich russischen Boden und kämpft gegen die provisorische Regierung. Haben die Deutschen dem Zaren gezielt den Todesstoß versetzt? Mit Lenins Hilfe?
Das Interesse bestand einfach darin, im Osten Frieden zu haben und jene Kräfte zu unterstützen, die Gewähr dafür bieten würden, dass dieser Frieden tatsächlich eintreten würde. Und das war die Gruppe um Lenin, das waren die Bolschewiki. Lenin wird davon sicherlich nichts erfahren haben, weil er davon nichts erfahren wollte. Die deutsche Geheimoperation hat Erfolg. Auf Befehl Lenins werden in der Nacht auf den 25. Oktober 1917 heimlich die Neva-Brücken hochgeklappt, damit der Panzerkreuzer Aurora vor dem Winterpalast vor Anker gehen kann. Längst haben an Bord revolutionäre Matrosen das Kommando übernommen. Aus dieser Kanone wurde der Startschuss zum kommunistischen Aufstand abgefeuert. Doch was genau geschah, ist umstritten. Die Propaganda der Sowjetzeit berichtet vom heldenhaften Kampf um den Winterpalast. Man hat von Tausenden von Verwundeten und Toten gesprochen. In der Wirklichkeit hat 6 Tote gegeben bei der Festnahme der provisorischen Regierung Kerenski, denn darum ging es letztlich. Die Armee hat regimenterweise ihre Leute verloren, die einfach nicht mehr mitmachen wollten, weil es zu Hause daneben ging, die für diese Regierung Kerenski und für diesen Zar nicht mehr kämpfen wollte. Voller Hass zerstören die Kommunisten überall die Symbole der alten Herrschaft. Ein Fanal. Das endgültige Schicksal der Zarenfamilie wird in Sibirien besiegelt. Bei Nacht und Nebel bringt man die Romanows heimlich mit der Bahn nach Jekaterinburg. Denn noch haben sie überall Anhänger, vor denen sich die neuen Machthaber fürchten. In einer beschlagnahmten Villa stehen die Ex-Monarchen unter strenger Aufsicht. Die Gefangenen haben die Ereignisse der letzten Monate ihres Lebens in Tagebüchern minutiös festgehalten. Alle Privilegien sind abgeschafft. Die Lebensmittel rationiert. Bei Tisch herrscht Redeverbot. Immer neue Schikanen bedrücken das alltägliche Leben. Wir leben wie im Kerker, notiert der ehemalige Zar empört und hilflos zugleich. Erstmals liest Nikolaus den Roman Krieg und Frieden von Leo Tolstoi und versteht zu spät die Lektion der Geschichte. Tage der Hoffnungslosigkeit. Tage der Demütigung. Kerkermeister Jurowski taxiert unverhohlen Alexandras verbliebene Schmuckstücke. Längst hat sie alle Hoffnung auf Rettung begraben. Letzte Tagebucheintragung im Juli. Die Seite des 17. bleibt leer. Am Telefon erhält der Kommandant den endgültigen Befehl. Die Romanows sollen hingerichtet werden, mitsamt ihrer Dienerschaft. Es gibt bis heute keine letzte Klarheit, wer den Befehl zur Ermordung der Zarenfamilie gegeben hat. Aber in Kenntnis der damaligen Situation erscheint es ausgeschlossen, dass dieser Befehl nicht von der Führung in Moskau gekommen ist, das heißt letztlich von Lenin. Die Rekonstruktion der letzten Augenblicke vor dem Mord folgt dem Bericht der Henker. Demnach wurden die Gefangenen in den Keller geführt, angeblich zur eigenen Sicherheit. Keinem soll bewusst gewesen sein, dass sie nur noch wenige Minuten leben würden. Es ist kurz nach Mitternacht. Hastig verliest Jurowski ein fingiertes Todesurteil im Namen der Revolution und des Volkes. Dann stürmt das Exekutionskommando herein und eröffnet sofort das Feuer. Die sterblichen Überreste der Opfer werden verscharrt und werden 70 Jahre lang verschwunden bleiben.
Stolz vermeldet das Revolutionskomitee von Jekaterinburg den Sowjetführern in Moskau den planmäßigen Vollzug der Hinrichtung. Jede Revolution, die zu solch radikalen Umstürzen führt, wie beispielsweise die Französische Revolution von 1789 oder die Russische Oktoberrevolution von 1917, muss immer die Schiffe hinter sich verbrennen, um jeden Rückzug abzuschneiden. Und dazu gehört auch die Liquidierung von führenden Vertretern des alten Systems. Nach dem Sturz des Sowjetregimes ist am Sterbeort der letzten Zaren eine neue Kathedrale errichtet worden. Die Kirche hat Alexandra und Nikolaus, ebenso wie ihre Kinder, heilig gesprochen. Die weltliche Herrschaft der Zaren kehrt nicht zurück, aber das Volk betet sie nun an. Nach dem Mord an den Romanows tagten im alten Prunksaal des Moskauer Kreml die neuen Herren, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Hammer und Sichel im Ehrenkranz auf rotem Grund. Die neue Fahne des neuen Staates. Rot steht übrigens für das Blut, das die Revolutionäre vergossen haben. Die Diktatur der Zaren war damit zerschlagen. Aber schon im neuen Staatsentwurf war wieder von Diktatur die Rede. Diesmal von der Diktatur des Proletariats. Russland tut sich schwer, vom Erbe der Diktatur loszukommen. Aber kann man überhaupt ein Riesenreich zusammenhalten, das fast 200 Völkerschaften umfasst? Auch die Sowjetunion ist zerbrochen. Bisher hat sich der Traum von Frieden und Freiheit in einer großen Völkerfamilie als Illusion erwiesen. Der Ehrgeiz Peters kennt keine Grenzen. Herrscher über ein Weltreich will er sein und wähnt sich in der Nachfolge von Alexander dem Großen und Roms Kaiser Augustus. Niemand soll mehr über Russland spotten. Doch bald wird nur noch Zar Peter lachen, wenn er an die Verwirklichung seiner hochfliegenden Pläne geht. Das Wohl der Untertanen schert den Zaren dabei wenig. Eine Sonderpolizei wird mit der Durchsetzung seiner Gesetze beauftragt. Alles Traditionelle soll weichen. Sogar das Tragen von Bärten ist dem einfachen Volk jetzt verboten. Wer sich widersetzt, bekommt die Staatsmacht zu spüren. Das aber sind Methoden, die in einem zunehmend aufgeklärten Europa rückständig und veraltet sind. Man muss die Leute nicht mit der Knute kriegen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Auch wenn die Leute stolpern, soll man sie nicht immer alleine führen. Irgendwann lernen sie durch Versuche doch gehen, denn durch die Versuche werden wir klüger. Solche Ansichten bleiben dem russischen Staatswesen im 18. Jahrhundert fremd. Aber der Glanz und die Pracht am Hofe von St. Petersburg überdecken die politische Rückständigkeit. Peter festigt seine Herrschaft durch Triumphe auf dem Schlachtfeld auch außenpolitisch. Militärische Siege sind es, mit denen er das Territorium Russlands mehr als verdoppelt. Es erstreckt sich jetzt über zwei Kontinente, von der europäischen Ostsee bis an die Küsten des Stillen Ozeans in Asien. Die russischen Herrscher waren nie zimperlich mit ihren Untertanen, wenn es um die Erweiterung ihrer Macht ging. Und wenn man glaubt, eine Frau auf dem Zarenthron würde vielleicht milder regieren, dann täuscht man sich gründlich. Können solche Blicke töten? Gewiss, sie können. Diese Frau steht ganz in der russischen Tradition ihrer Vorgänger, auch wenn sie von Geburt an eine Deutsche war, die man die Große genannt hat. Ihren Gatten ließ sie von einem ihrer Liebhaber umbringen. Und wie viele sie hatte? Nun, sie selbst hat die Namen von immerhin 9 preisgegeben.
Katharina nahm sich, was sie wollte. Ehrgeizig, konsequent, dominant, rücksichtslos. Ein russisches Spottwort machte schon zu ihren Lebzeiten die Runde. Jeder Fürst hat seine Fürstin, jeder Bauer hat seine Marina, aber alle haben Katharina. Im Frühjahr 1744 trifft die junge Sophie von Anhalt-Zerbst in St. Petersburg ein, um den Thronfolger zu heiraten. Zur Hochzeit nimmt sie den Namen Katharina, die Reine, an. Doch auf die rauschende Ballnacht fällt ein dunkler Schatten. Bei einer Massenpanik während der Feierlichkeiten sterben 1000 Menschen. Die Nachricht rührt die neue Zarin zu Tränen, wie sie in ihrem Tagebuch schreibt. Sie habe weitergetanzt. Staatsräson geht vor Mitleid. Dabei sind Zar Nikolaus und seine Frau keineswegs gefühllos, wie ihre persönlichen Briefe zeigen. Tausende von diesen Briefen sind erhalten. Zeugnisse einer großen Liebe. Die Wiederentdeckung der persönlichen Dokumente der letzten Zarenfamilie ist eine Sensation. Denn unbeachtet und dadurch unbeschadet haben sie im Moskauer Staatsarchiv die Jahrzehnte der kommunistischen Herrschaft überstanden. Unter den Fundstücken auch die privaten Fotoalben der Romanows. Nicht nur fotobegeistert war der Zar, es wird überliefert, dass er alle technischen Neuerungen liebte. Grammophone, Automobile, Flugzeuge, aber vor allem Filme. Er hat seine Welt filmen lassen, ausgiebig mit allen Details. Sommeridyll ohne das kleinste dunkle Wölkchen. Der Zar, höchstpersönlich beim Schnappschuss. Als Regisseur einer koketten Mädchenschar. Die Zarenkinder auf hoher See und bei der übermütigen Polonaise im Schlossgarten. Aber es gibt auch andere Aufnahmen, die andere gemacht haben und die die Wirklichkeit im Riesenreich der 175 Millionen Menschen ehrlicher wiedergeben. Realität im Zarenreich. Zwangsarbeit. Häftlinge bauen unter Lebensgefahr Eisenbahnlinien durch Sibirien. Die Lage der Bauern ist schlecht. Ihre Lebenserwartung liegt bei knapp 40 Jahren. Um Aufrührer und Unruhestifter kümmert sich die zaristische Geheimpolizei, Vorbild für Gestapo und Stasi. Ihre im Staatsarchiv erhaltene Agentenkartei umfasst viele tausend Namen. Polizei und Militär, das sind die verlässlichsten Stützen der Monarchie. In ihrer Gesellschaft fühlt sich der Zar am wohlsten. Lehren aus der Geschichte zieht er hingegen nicht. Die Flotte 40 trifft die junge Sophie von Anhalt-Zerbst in St. Petersburg ein, um den Thronfolger zu heiraten. Zur Hochzeit nimmt sie den Namen Katharina, die Reine, an. Sie setzt den ganzen Ehrgeiz daran, russischer als jede Russin zu sein. Nach dem Mord an ihrem Gatten übernimmt sie die alleinige Macht und erweist sich als politisches Talent. Das Zarenreich erlebt nun ein goldenes Zeitalter. Adlige und Kaufleute schwelgen im Reichtum und folgen der Monarchin am Anfang bedingungslos. Doch zu ihren Leidenschaften gehören auch Gold, Edelsteine und Männer. Damit ruft sie Neid und Missgunst auf den Plan. Man sagt ihr nach, sie habe Legionen von Männern verführt. Aber sie tat nur das, was an allen Höfen Europas damals gang und gäbe war. Katharina war wirklich unter den Frauengestalten also eine ganz große Nummer. Von ihrer Intelligenz, von ihrer Begabung, von ihrer Vielseitigkeit, von ihrem Durchsetzungsvermögen, von ihrer Selbstständigkeit auch, gar keine Frage. Die Dinge, die man ihr angehängt hat, die gehören, würde ich sagen, eher nun in die Trivialliteratur, aber nicht in die große Geschichte.
In einem Punkt herrscht unter Historikern Übereinstimmung. In Katharinas Reich war kein Platz für gesellschaftlichen Fortschritt. Kaum erträglich das Leben der Landbevölkerung. Hungersnöte und Epidemien fordern Millionen Todesopfer, besonders im harten Winter. In Russland gab es keine wirkliche Aufklärung. In Russland gab es auch kein Bürgertum, das zum Träger von Freiheit und Demokratie hätte werden können. Das Land blieb also ein rückständiges Land. Bestes Beispiel dafür, die Leibeigenschaft ist erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgeschafft worden. Großgrundbesitzer haben das Recht, ihre Knechte nach eigenem Gutdünken zu prügeln. Und sie machen regelmäßig Gebrauch davon. Wo in den Weiten Russlands der Zar fern ist, üben Gutsherr und Priester die alleinige Staatsgewalt aus und schüren den Hass. Wer rebelliert, wird verbannt. Die Unrechtsjustiz schickt jedes Jahr Tausende nach Sibirien. Millionen kehren nie zurück. Wer aus den Straflagern flüchtet oder übernimmt er den Oberbefehl über die Streitkräfte? Endlich eine Aufgabe. Die Macht und die Ohnmacht der Monarchen im frühen 20. Jahrhundert kommt gerade 1914 ganz klar zum Ausdruck. Wenn die sich dem Kriegswillen der Bevölkerung und der Regierung in den Weg gestellt hätten, dann wären die von ihren Thronen weggefegt worden wie die Spreu vom Weizen durch den Wind. Im August 1914 greift die russische Armee mit überlegenen Kräften das Deutsche Reich an. Der Zar eilt siegessicher an die Front. Doch bald erleidet sein Heer verheerende Niederlagen. Das Volk macht ihn persönlich dafür verantwortlich. Die deutschstämmige Zarin und ihr zwielichtiger Günstling Rasputin werden verdächtigt, Spionage für Deutschland zu betreiben. Trost findet Alexandra nur noch im engsten Familienkreis, wie sie in ihrem Tagebuch schreibt. Der dramatische Machtverlust der Zarenfamilie wird schließlich durch einen Mordkomplott offenbar. Der junge Fürst Jusupow lockt den verhassten Rasputin in seinen Palast, um ihn zu töten. Der Freund und Vertraute des Zaren wird in die Neva geworfen. Seit Kriegsbeginn kommt die Zarenfamilie nur selten zusammen. Die Töchter dienen im Lazarett und der Zar ist oft bei den Truppen. Die Trauer um Rasputin vereint sie wieder. Nikolaus spielt seine Lieblingsplatte. Die Musik Tschaikowskis erinnert ihn an bessere Tage. An die Zarenloge im Mariinsky-Theater. An die Nussknacker-Suite. An die Prima Ballerina Matilda Kschesinskaja. Seine erste Geliebte. Die Pracht des Zarenreiches. Gibt es dafür ein besseres Symbol als das hier? Ein Ei, aber ein ganz besonderes. Ein kostbares Schmuckstück aus Gold und Edelstein. Vom Hofjuwelier Fabergé. Ein Kunstwerk, völlig nutzlos. Das teuerste ließ der Zar im Vorkriegsjahr 1913 anfertigen. Für 24.000 Goldrubel. Das war eine Menge Geld. Davon hätte man 2,5 Millionen Brote kaufen können. Oder anders gerechnet, 6.000 Bauern hätten sich davon ein Jahr lang ernähren können. Aus den historischen Aufzeichnungen der Stadt St. Petersburg wissen wir, wie die Lebensmittelration während des Kriegswinters 1916 aussah. 50 Gramm Butter, 100 Gramm... Die Petersburger Nationalbibliothek bewahrt ein bibliophiles Meisterwerk aus der damaligen Zeit. Die Chronik schildert in prächtig kolorierten Bildern Russlands Geschichte. Auch die Taten und Untaten des ersten Zaren.
Er war es, der das Land ausplünderte und terrorisierte. Iwan, genannt der Schreckliche, war ein äußerst brutaler Herrscher. In seiner Regierungszeit wurde grausamer Terror ausgeübt. Nicht nur gegenüber Feinden, sondern auch gegenüber Menschen, die er grundlos verfolgte. Terror diente der Abschreckung. Den Familien der Bestraften wurden die abgehauenen Köpfe ihrer Verwandten vor die Füße geworfen. Die Zahl der von Iwan selbst Ermordeten wird auf mehr als 4.500 geschätzt. Im Moskauer Kreml gibt es einen Ort, der noch heute kaum zugänglich ist: Iwans Palast. Der Schrecken der Vergangenheit hat ihn geprägt. Das Blut der Unschuldigen, das hier vergossen wurde. Und die Geschichten von exzessiven Orgien, bei denen der Zar Frauen und Töchter seiner Höflinge vergewaltigt haben soll. Dieser Spielfilm aus der Sowjetzeit stellt Iwan als Prototyp aller starken Männer dar. Das einfache Volk verehrt ihn, und er nutzt skrupellos ihren Glauben an seine vermeintlich naturgegebene Macht. So wie es alle späteren Zaren ihm nachtaten. Im Oktober 1552 steht das Schicksal des Zarenreichs auf dem Spiel. Heute kommt die Stunde der Entscheidung. 300 Jahre lang haben die mongolischen Tataren Russland beherrscht. Jetzt stürmen Iwans Truppen ihre Hochburg. Am Ende des Tages hat der Zar einen grandiosen Sieg errungen und die Zukunft des Reiches gesichert. Das Christentum triumphiert über den Islam. Zar Iwan ließ die Geschichtsbücher umschreiben, um zu beweisen, dass es all den Staaten schlecht geht, die von keinem Alleinherrscher regiert werden. Und dass diejenigen Staaten untergehen, in denen Priester, Frauen oder Parlamente das Sagen haben. Dass es nur denen gut geht, die ein starker Herrscher regiert. Das sind die verlässlichsten Stützen der Monarchie. In ihrer Gesellschaft fühlt sich der Zar am wohlsten. Lehren aus der Geschichte zieht er hingegen nicht. Die Flotte ist sein ganzer Stolz. Seit Peter dem Großen träumt die Landmacht Russland von Ruhmestaten auf hoher See. Doch auch hier steht ein Kurswechsel bevor. Im Jahr 1904 wird die Marine in Alarm versetzt. Krieg mit Japan. Doch das Zarenreich ist darauf nicht vorbereitet. Jetzt erweist sich, wie schwach die politische Führung geworden ist. Auch auf dem Panzerkreuzer Aurora zeigt sich im Gefecht der schlechte Zustand der russischen Streitkräfte. Der Feind siegt auf der ganzen Linie. Der Kommandant der Aurora stirbt auf seiner Kommandobrücke. Der Krieg ist verloren. Verletzter Nationalstolz, Mangelwirtschaft, Hunger und Elend. Das Volk geht auf die Straße. Der Zar lässt schießen. Seine größte politische Dummheit. Man wird Zar durch Geburt. Und man kann nicht dem Zufall der Geburt eine solche Verantwortung auflasten, dass jemand, der nur durch diesen Zufall an die Spitze eines solchen Staates gekommen ist, die Intelligenz und die Durchsetzungskraft hat, nicht wahr, ein solches Riesenreich zu retten. Sowas muss gelernt werden und die Zaren und die Monarchen Europas waren eben keine gelernten Politiker. Am Zarenhof versucht man nach dem Blutsonntag im Februar 1905 weiterzumachen, als ob nichts geschehen sei. Doch auch hinter den Mauern des Palastes ist das Weiter-so ein politisches Konzept, das nicht aufgehen kann. Denn der Thronfolger leidet an der unheilbaren Bluterkrankheit. Jede Verletzung und jeder Stoß kann ihn töten. Seine Mutter Alexandra ist verzweifelt, denn sie fühlt sich verantwortlich für die Qualen ihres Sohnes.
Der auslösende genetische Defekt wurde durch sie übertragen. Ein verhängnisvolles Erbe ihrer Großmutter, der englischen Königin Victoria. Alexeis Krankheit wird für die Zarin zum alles beherrschenden Lebensinhalt. Dass die Thronfolge gefährdet ist, verheimlicht man der Öffentlichkeit. Dokumentaraufnahmen zeigen die Tragik. Ein sorgsam bewachter Zarensohn darf nur zuschauen, wenn andere spielen. Der Ehrgeiz Peters kennt keine Grenzen. Herrscher über ein Weltreich will er sein und wähnt sich in der Nachfolge von Alexander dem Großen und Roms Kaiser Augustus. Niemand soll mehr über Russland spotten. Doch bald wird nur noch Zar Peter lachen, wenn er an die Verwirklichung seiner hochfliegenden Pläne geht. Das Wohl der Untertanen schert den Zaren dabei wenig. Eine Sonderpolizei wird mit der Durchsetzung seiner Gesetze beauftragt. Alles Traditionelle soll weichen. Sogar das Tragen von Bärten ist dem einfachen Volk jetzt verboten. Wer sich widersetzt, bekommt die Staatsmacht zu spüren. Das aber sind Methoden, die in einem zunehmend aufgeklärten Europa rückständig und veraltet sind. Man muss die Leute nicht mit der Knute kriegen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Auch wenn die Leute stolpern, soll man sie nicht immer alleine führen. Irgendwann lernen sie durch Versuche doch gehen, denn durch die Versuche werden wir klüger. Solche Ansichten bleiben dem russischen Staatswesen im 18. Jahrhundert fremd. Aber der Glanz und die Pracht am Hofe von St. Petersburg überdecken die politische Rückständigkeit. Peter festigt seine Herrschaft durch Triumphe auf dem Schlachtfeld auch außenpolitisch. Militärische Siege sind es, mit denen er das Territorium Russlands mehr als verdoppelt. Es erstreckt sich jetzt über zwei Kontinente. Von der europäischen Ostsee bis an die Küsten des Stillen Ozeans in Asien. Die russischen Herrscher waren nie zimperlich mit ihren Untertanen, wenn es um die Erweiterung ihrer Macht ging. Und wenn man glaubt, eine Frau auf dem Zarenthron würde vielleicht milder regieren, dann täuscht man sich gründlich. Können solche Blicke töten? Gewiss, sie können. Diese Frau steht ganz in der russischen Tradition ihrer Vorgänger, auch wenn sie von Geburt an eine Deutsche war, die man die Große genannt hat. Ihren Gatten ließ sie von einem ihrer Liebhaber umbringen. Und wie viele sie hatte? Nun, sie selbst hat die Namen von immerhin 9 preisgegeben. Katharina nahm sich, was sie wollte. Ehrgeizig, konsequent, dominant, rücksichtslos. Ein russisches Spottwort machte schon zu ihren Lebzeiten die Runde. Jeder Fürst hat seine Fürstin, jeder Bauer hat seine Marina, aber alle haben Katharina. Im Frühjahr 1744 trifft die junge Sophie von Anhalt-Zerbst in St. Petersburg ein, um den Thronfolger zu heiraten. Zur Hochzeit nimmt sie den Namen Katharina, die Reine, an, habe weitergetanzt. Staatsräson geht vor Mitleid. Dabei sind Zar Nikolaus und seine Frau keineswegs gefühllos, wie ihre persönlichen Briefe zeigen. Tausende von diesen Briefen sind erhalten. Zeugnisse einer großen Liebe. Die Wiederentdeckung der persönlichen Dokumente der letzten Zarenfamilie ist eine Sensation. Denn unbeachtet und dadurch unbeschadet haben sie im Moskauer Staatsarchiv die Jahrzehnte der kommunistischen Herrschaft überstanden. Unter den Fundstücken auch die privaten Fotoalben der Romanows. Nicht nur fotobegeistert war der Zar, es wird überliefert, dass er alle technischen Neuerungen liebte. Grammophone, Automobile, Flugzeuge, aber vor allem Filme. Er hat seine Welt filmen lassen, ausgiebig mit allen Details. Sommeridyll ohne das kleinste dunkle Wölkchen. Der Zar, höchstpersönlich beim Schnappschuss, als Regisseur einer koketten Mädchenschar. Die
Zarenkindern auf hoher See und bei der übermütigen Polonaise im Schlossgarten. Aber es gibt auch andere Aufnahmen, die andere gemacht haben und die die Wirklichkeit im Riesenreich der 175 Millionen Menschen ehrlicher wiedergeben. Realität im Zarenreich. Zwangsarbeit. Häftlinge bauen unter Lebensgefahr Eisenbahnlinien durch Sibirien. Die Lage der Bauern ist schlecht. Ihre Lebenserwartung liegt bei knapp 40 Jahren. Um Aufrührer und Unruhestifter kümmert sich die zaristische Geheimpolizei, Vorbild für Gestapo und Stasi. Ihre im Staatsarchiv erhaltene Agentenkartei umfasst viele tausend Namen. Polizei und Militär, das sind die verlässlichsten Stützen der Monarchie. In ihrer Gesellschaft fühlt sich der Zar am wohlsten. Lehren aus der Geschichte zieht er hingegen nicht. Die Flotte ist sein ganzer Stolz. Seit Peter dem Großen träumt die Landmacht Russland von Ruhmestaten auf hoher See. Doch auch hier steht ein Kurswechsel bevor. Im Jahr 1904 wird die Marine in Alarm versetzt. Bei wenig. Eine Sonderpolizei wird mit der Durchsetzung seiner Gesetze beauftragt. Alles Traditionelle soll weichen. Sogar das Tragen von Bärten ist dem einfachen Volk jetzt verboten. Wer sich widersetzt, bekommt die Staatsmacht zu spüren. Das aber sind Methoden, die in einem zunehmend aufgeklärten Europa rückständig und veraltet sind. Man muss die Leute nicht mit der Knute kriegen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Auch wenn die Leute stolpern, soll man sie nicht immer an der Leine führen. Irgendwann lernen sie durch Versuche doch gehen. Denn durch die Versuche werden wir klüger. Solche Ansichten bleiben dem russischen Staatswesen im 18. Jahrhundert fremd. Aber der Glanz und die Pracht am Hofe von St. Petersburg überdecken die politische Rückständigkeit. Peter festigt seine Herrschaft durch Triumphe auf dem Schlachtfeld auch außenpolitisch. Militärische Siege sind es, mit denen er das Territorium Russlands mehr als verdoppelt. Es erstreckt sich jetzt über zwei Kontinente, von der europäischen Ostsee bis an die Küsten des Stillen Ozeans in Asien. Die russischen Herrscher waren nie zimperlich mit ihren Untertanen, wenn es um die Erweiterung ihrer Macht ging. Und wenn man glaubt, eine Frau auf dem Zarenthron würde vielleicht milder regieren, dann täuscht man sich gründlich. Können solche Blicke töten? Gewiss, sie können. Diese Frau steht ganz in der russischen Tradition ihrer Vorgänger, auch wenn sie von Geburt an eine Deutsche war, die man die Große genannt hat. Ihren Gatten ließ sie von einem ihrer Liebhaber umbringen. Und wie viele sie hatte? Nun, sie selbst hat die Namen von immerhin 9 preisgegeben. Katharina nahm sich, was sie wollte. Ehrgeizig, konsequent, dominant, rücksichtslos. Ein russisches Spottwort machte schon zu ihren Lebzeiten die Runde. Jeder Fürst hat seine Fürstin, jeder Bauer hat seine Marina, aber alle haben Katharina. Im Frühjahr 1744 trifft die junge Sophie von Anhalt-Zerbst in St. Petersburg ein, um den Thronfolger zu heiraten. Zur Hochzeit nimmt sie den Namen Katharina, die Reine, an. Sie setzt den ganzen Ehrgeiz daran, russischer als jede Russin zu sein. Nach dem Mord an ihrem Gatten übernimmt sie die alleinige Macht und erweist sich als politisches Talent. Das Zarenreich erlebt nun ein goldenes Zeitalter. Adlige und Kaufleute schwelgen im Reichtum und folgen der Monarchin am Anfang bedingungslos. Doch zu ihren Leidenschaften gehören auch Gold, Edelsteine und Männer. Damit preisgegeben. Katharina nahm sich, was sie wollte. Ehrgeizig, konsequent, dominant, rücksichtslos. Ein russisches Spottwort machte schon zu ihren Lebzeiten die Runde. Jeder Fürst hat seine Fürstin, jeder Bauer hat seine Marina, aber alle haben Katharina. Im Frühjahr 1744 trifft die junge Sophie von Anhalt-Zerbst
in St. Petersburg ein, um den Thronfolger zu heiraten. Zur Hochzeit nimmt sie den Namen Katharina, die Reine, an. Sie setzt den ganzen Ehrgeiz daran, russischer als jede Russin zu sein. Nach dem Mord an ihrem Gatten übernimmt sie die alleinige Macht und erweist sich als politisches Talent. Das Zarenreich erlebt nun ein goldenes Zeitalter. Adlige und Kaufleute schwelgen im Reichtum und folgen der Monarchin am Anfang bedingungslos. Doch zu ihren Leidenschaften gehören auch Gold, Edelsteine und Männer. Damit ruft sie Neid und Missgunst auf den Plan. Man sagt ihr nach, sie habe Legionen von Männern verführt. Aber sie tat nur das, was an allen Höfen Europas damals gang und gäbe war. Katharina war wirklich unter den Frauengestalten also eine ganz große Nummer. Von ihrer Intelligenz, von ihrer Begabung, von ihrer Vielseitigkeit, von ihrem Durchsetzungsvermögen, von ihrer Selbstständigkeit auch, gar keine Frage. Die Dinge, die man ihr angehängt hat, die gehören, würde ich sagen, eher nun in die Trivialliteratur, aber nicht in die große Geschichte. In einem Punkt herrscht unter Historikern Übereinstimmung. In Katharinas Reich war kein Platz für gesellschaftlichen Fortschritt. Kaum erträglich das Leben der Landbevölkerung. Hungersnöte und Epidemien fordern Millionen Todesopfer, besonders im harten Winter. In Russland gab es keine wirkliche Aufklärung. In Russland gab es auch kein Bürgertum, das zum Träger von Freiheit und Demokratie hätte werden können. Das Land blieb also ein rückständiges Land. Bestes Beispiel dafür, die Leibeigenschaft ist erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgeschafft worden. Großgrundbesitzer haben das Recht, ihre Knechte nach eigenem Gutdünken zu prügeln. Und sie machen regelmäßig Gebrauch davon. Wo in den Weiten Russlands der Zar fern ist, üben Gutsherr und Priester die alleinige Staatsgewalt aus und schüren.